Servus meine lieben Freunde und willkommen zum neuen Gewinnspiel im Monat Januar. Ja, es ist jetzt mal das erste Video, was ich glaube ich in diesem Jahr mache. Ja, ich weiß, ich hatte keine Zeit und keine Lust gehabt. Aber jetzt geht es dann wieder los. Jetzt kommen die ganzen Unboxing-Videos. Dann kommt noch die Auslosung von dem Box-Office-Tippspiel von der letzten Woche. Und ja, jetzt geht es dann wieder los. Und bevor wir jetzt mit dem Januar anfangen, was es da geht für den Preis, geht's erstmal zurück in den November. Ja, im November gab es zu verlosen einmal dieses Filmschnipsel von Star Wars 5 und einmal die Christbaumkugel. Ja, ich habe mir gedacht, ach, ich verlose das im November, die Christbaumkugel, kommt rechtzeitig zum Weihnachtsbaum an, damit man die aufhängen kann. Zweimal bis jetzt verlost und zweimal hat sich keiner gemeldet von den Gewinnern. So, dann machen wir das natürlich nochmal. Also, dann macht mit Cheetah. Dann macht mit Zero Painter. Dann Anton Seebach. Björn Kramer. Okay, Play. Erik Hasani. Pascal Steiniger. Gameplay 17. Flowcrafter 4000. Rambro Omega. Und Bombastic Fantastisch. Ja, das sind halt dann die Leute, die mich einmal abonnieren und dann, wenn sie nichts, ich weiß gar nicht, ja, keine Ahnung, warum sie sich dann nicht melden, aber ich habe dann auch wieder viele Abonnenten verloren, also, naja, jetzt schauen wir mal, wer diesen Preis gewinnt. Also gewinnen tut schon mal nicht Erik Hasani, du hast leider nicht gewonnen. Dann Bombastic Fantastisch, du hast leider auch nicht gewonnen. Björn Kramer, du hast leider auch nicht gewonnen. Fällt gerade ein, ich habe doch hier gerade jemanden vergessen. Ja, ich habe einen vergessen, kleinen Moment. So, Entschuldigung dafür, es macht noch mit Patrika. So, dann machen wir nochmal alle zurück, damit es auch, weil ich sehe das gerade hier auf meiner Liste, den habe ich vergessen, den Jungen.
Oder genannt habe ich ihn nicht, ne? Nee. Ist doch nicht. Schau ich nochmal auf die Liste. Okay. So. Dann geht's los. Flowcrafter 4000. Du hast leider nicht gewonnen. Dann Rambo Omega, du hast leider auch nicht gewonnen. Anton Seebach, du hast leider auch nicht gewonnen. Walkie Play, du hast leider auch nicht gewonnen. Gameplay 17, du hast leider auch nicht gewonnen. Cheetah, du hast leider auch nicht gewonnen. Patrick K., du hast leider auch nicht gewonnen. Björn Kramer, du hast leider auch nicht gewonnen. Pascal Steiniger, du hast leider auch nicht gewonnen. Zero Painter, du hast leider auch nicht gewonnen. Boombastic, fantastisch, du hast leider auch nicht gewonnen. Der letzte. Erik Hasani, du hast gewonnen. So, was musst du jetzt machen? Du musst mir jetzt privat eine YouTube-Nachricht schicken mit deiner Adresse, damit ich weiß, dass du das Video auch gesehen hast. Und ich brauche natürlich auch deine Adresse. Aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht antworten wird, weil er bestimmt kein Abonnent mehr ist. So, jetzt passt mal auf. So, dann gehen wir nochmal zurück zum Dezember. Ja, da gab es ja dreimal Preise. Einmal Wrestling und einmal Blu-rays und einmal Assassin's Creed. Einmal das Buch und einmal das Kissen. So, hat sich natürlich auch nicht gemeldet, derjenige. Drum müssen wir das jetzt auch nochmal verlosen. Jetzt muss ich nur schauen. Dann haben wir hier wieder den Stapel für die zwei Preise. Also Anton Seebach, Walkie Play, Cheetah, Patrick K., Björn Kramer, Zero Painter, Player Boy, Frank Seebach, Sinem Akgün, der Matratzenmatze,
Florian Klaus Frense. Gameplay unterstrich 17. Und zu guter Letzt Opticus Evolution. So. Dann mischen wir das mal. Und dann schauen wir mal, wer diesmal gewinnt. Gameplay unterstrich 17, du hast leider nicht gewonnen. Opticus Evolution, du hast leider auch nicht gewonnen. Der Matratzenmatze, du hast leider auch nicht gewonnen. Playerboy, du hast leider auch nicht gewonnen. Zero Painter, du hast leider auch nicht gewonnen. Anton Seebach, du hast leider auch nicht gewonnen. Cheetah, du hast leider auch nicht gewonnen. Frank Seebach, du hast leider auch nicht gewonnen. Florian Klaus Frense, du hast leider auch nicht gewonnen. Patrick K., du hast leider auch nicht gewonnen. So, drei Leute haben wir noch. Sinem Akgün, du hast leider auch nicht gewonnen. Wocky Play, du hast leider auch nicht gewonnen. Und der letzte ist Björn Kramer, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, was musst du jetzt machen? Du musst mir natürlich auch eine private Nachricht bei YouTube schicken mit deiner Adresse. Und ja, ich hoffe, ihr meldet euch alle, damit ich mal die Preise hier wegkriege. Und ja, dann kommen wir jetzt zu den Gewinnspielen vom Monat Januar. So, es gibt wieder mal zwei Preise zu gewinnen. Der eine Preis ist ein Game of Thrones Bierdeckel. Vier Stück sind darin enthalten, diese Logos. Und dieser Bierdeckel kostet 10 Euro. Und dann gibt es noch ein Living Language Dothraki Buch. Ein Sprachkurs von David J. Patterson, basierend auf der HBO-Erfolgsserie Game of Thrones. Da weiß ich jetzt nicht, wie teuer das ist. Ja, das war in der Ultimate von der Loot Chest drin von Game of Thrones. Und da ich das nicht gebrauchen kann, ja. Da drin ist noch mit enthalten eine CD, ein Lehrbuch und eine CD mit folgenden Inhalten: wichtige Dothraki-Ausdrücke für Begrüßung und Verabschiedung, den Alltag und den Kampf, umfangreiche und detaillierte Erläuterung der Grammatik des Dothraki mit Anwendungsbeispielen, ein thematisches Glossar mit mehr als 250 Dothraki-Wörtern inklusive Band neuer Vokabeln, kulturelle Informationen zum Volk der Dothraki und zu seiner Sprache, ein kompletter Dialog in Dothraki und ausführliche Aussprachehilfen. Ja, also um diese zwei Sachen geht's. Und, achso, jetzt habe ich gerade nichts umschreibbar. Warte kurz. Genau. So, was
was müsst ihr jetzt machen? Ihr müsst erstens das Abonnent sein von diesem Kanal, zweitens das Video liken und drittens einen Kommentar schreiben, und zwar mit ich hoffe, ihr kennt's, Hashtag GOT, also als Abkürzung Game of Thrones. Genau. Heute ist, was ist noch heute für ein Tag? Heute ist Montag. Und ihr habt dafür Zeit, bis nächste Woche Montag teilzunehmen. Genau. Ja, dann wünsche ich euch allen viel Glück und ich hoffe, die Gewinner melden sich, damit das endlich wegkommt. Und ja, Patrick, jetzt kann ich auch endlich dir das Paket schicken mit FIFA und dem Wrestling-Zeug. Und ja, bis dahin sage ich jetzt, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.